Ja, ich habe gesagt, Geld ist ja im Grunde genommen eigentlich etwas Soziales, ein Mittel zur Kommunikation. Und deshalb spiegelt Geld auch so ein bisschen wider, wie sich die Gesellschaft ordnet, ne? Ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich arbeite für diese Firma. Das ist eine Firma von zwei Personen, gegründet und immer noch mehrheitlich geführt. Bert Flossbach, Kurt von Storch. Ich kenne die aus unseren gemeinsamen Goldman Sachs-Zeiten. Die haben sich 98 dann selbstständig gemacht und diese Firma gegründet. Ich ging dann weg zur Deutschen Bank. Und 2014 haben wir uns wieder getroffen, gefunden. Da rief mich der Flossbach an und sagte, sag mal, kennst du nicht einen, der für uns ein Research-Institut aufbaut? Und ich sagte, ja, kenne ich schon. Und so sind wir handelseinig geworden. Und die Firma ist gut gewachsen. Als ich ankam, hatten wir ungefähr 20 Milliarden unter Management. Anfang des Jahres waren es 85, jetzt ist es weniger. Die Idee war eigentlich, als wir zusammengekommen sind, die Idee war, dass wir eigentlich, also ich im Research Institute und die in der Firma, dass wir ähnlich denken. Und die, als auch ich, sind eigentlich zu Austrian Economics gekommen, weil wir gesehen haben, das andere funktioniert nicht. Und im der Finanzmarkt ist wahnsinnig demokratisch. Sie können einen Nobelpreis haben oder Sie können einfach nur ein Autodidakt sein. Wenn Sie Recht haben, ist der Finanzmarkt gnädig. Wenn Sie Unrecht haben, macht er Sie einen Kopf kürzer. Ganz egal, wie viele Titel Sie haben. Also insofern bin ich eigentlich, im Nachhinein bin ich eigentlich sehr froh, dass ich, nachdem ich meine Promotion im Kieler Institut gemacht habe, dass ich raus bin aus diesem Betrieb. Und in einem Umfeld dann tätig war, wo die Rückkopplung zwischen Theorie und Ergebnis sehr unmittelbar ist. Nach der Finanzkrise habe ich mich auch dann sehr intensiv mit Geld beschäftigt, nicht weil ich so ein schlauer Kerl bin, sondern weil ich so dumm bin. Ich habe so lange gebraucht zu verstehen, was Geld überhaupt ist, ja, dass ich also erst im fortgeschrittenen Alter mir das wieder erarbeiten musste und mir überhaupt erarbeiten musste. Also wenn ich clever gewesen wäre, so wie Sie, wäre ich schon in jüngeren Jahren zu solchen Veranstaltungen gekommen und hätte mir den Umweg erspart, zuerst mal das ganze andere Theorien und so weiter zu studieren, um dann drauf zu kommen, dass das nicht funktioniert und dass man mit Austrian Economics einfach das bessere Instrument in der Hand hat, um in der Praxis voranzukommen. Also deshalb rede ich heute über Geld, Zins, Geldpolitik. Wie gesagt, Dinge, die für uns unheimlich wichtig sind, weil sie uns alle betreffen, egal ob wir uns dafür interessieren oder nicht. Wir sind ja alle im Grunde genommen dann die Leidtragenden von Fehlentscheidungen, die in diesem Bereich getroffen werden, oder die Profiteure, wenn die Entscheidungen richtig sind. Ich habe also eine Gliederung gekriegt hier für unseren Vortrag. Der erste Teil wird sich mit Geld, Geschichte, Geldtheorie beschäftigen. Der zweite Teil geht dann zu Konjunktur, Kredit, Geldpolitik. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das jetzt also die zwei Teile exakt so abspule, wie das jetzt gerade hier im Programm steht. Es kann sein, dass der erste Teil ein bisschen kürzer ist als der zweite Teil. Und deshalb möchte ich so vorgehen, dass ich so verschiedene Kapitel habe. Ich trage die Kapitel vor. Wenn Sie das alles komplett unverständlich finden, dann sagen Sie hier, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Dann gehen wir darauf ein. Ansonsten würde ich sagen, nach Ende dieser Kapitel machen wir jeweils sozusagen eine kurze Diskussionsrunde. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und dann können wir vielleicht, wenn die Zeit bleibt, am Ende nochmal eine umfassende Runde machen. Also fangen wir mal mit dem ersten Kapitel an.
nämlich die Geschichte und die Theorie des Geldes. Ja, was ist überhaupt Geld? Ich meine, diejenigen, die Ökonomie studieren oder studiert haben, haben da eigentlich so einen kurzen Satz mal vor den Latz geknallt gekriegt. Geld ist ein Mittel zum Tauschen, zur Wertaufbewahrung und eine Recheneinheit. Bingo, fertig. Das sagt man und das war's und dann geht's weiter und dann wird angefangen mit Modellen zu rechnen und weiß Gott was alles mit angestellt. Aber was genau dahinter steckt, bleibt in der Regel, so kenne ich das, unerklärt. Deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, um Geld zu verstehen, sich klar zu machen, dass das eigentlich ein soziales Instrument ist, dass die Gesellschaft praktisch schafft. Inzwischen bin ich so weit zu sagen, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, Martin, Entschuldigung, das Geld ist beinahe sowas wie Sprache. Mit Sprache, da tauschen wir Gedanken aus. Wir können auch diese Gedanken konservieren, indem wir sie aufschreiben. Mit Geld tauschen wir Waren auf und wir können es auch irgendwie konservieren, indem wir es sparen. Also es ist ein soziales Instrument. Und dieses soziale Instrument lässt einem auch sehr viel, gibt einem auch sehr viel Rückschlüsse auf die Organisation der Gesellschaft. Ursprünglich, und das geht jetzt also zurück auf, sagen wir mal, die Nachfolger der Stammesgesellschaften, entstand Geld wohl, sagen die Anthropologen, unter anderem der David Graeber. Einige haben vielleicht das Buch gesehen oder schon gelesen, Debt, the First 5000 Years. Also die Anthropologen sagen, dass Geld im Grunde genommen eigentlich die Funktion hatte als Maß für Schuld. Und das kommt so aus der Familie, Stammesgesellschaft und dann zur größeren organisierten Gesellschaft. Nicht in der Familie, da haben sie kein Tauschmittel. Sie bezahlen nicht, wenn ihnen Vater oder Mutter irgendwas Gutes tut, sondern es ist so eigentlich eine Art Tauschverhältnis. Sie bekommen was, wenn sie jung sind und hoffentlich geben sie was zurück, wenn dann die Eltern älter sind. Im Freundeskreis, wenn sie zu einer Party gehen, bringen sie was mit. Wenn der andere zu ihnen kommt, erwarten sie, dass er auch wieder ein kleines Partygeschenk mitbringt. Und sie machen aber dann auch schon ein bisschen, ja, so ein bisschen eine Buchhaltung. Sie gehen zu einer Party und bringen einen Wein mit über 10 Euro oder sowas. Dann kommt der andere zu Ihnen und dann ist das Ding, sehen Sie, der hat was irgendwie für 3,50 Euro. Also so richtig stimmt die Bilanz nicht mehr. Also man macht dann so Mental Accounts, wenn die Verhältnisse informell sind. Und diese Art der Organisation der Beziehungen, also Schuldner, Gläubiger, das wurde dann in den Nachfolgern der Stammesgesellschaften, also denken Sie an die alten großen Gesellschaften, Mesopotamien, Babylonien, das wurde dann sogar aufgebaut in so eine Art, könnte man sagen, Buch, Schuldbuch. Ne? Wer schuldet wem was? Und dann war halt so der oberste Herrscher, der war so in gewisser Weise der Schuldbuchführer. Deshalb, diejenigen, die sich damit ein bisschen beschäftigen, die kennen ja auch die These von Michael Hudson, der das nachvollzogen hat. Mit diesen Schulden, das war immer so eine Sache, die bauten sich auf und nach einer gewissen Weile waren die so überwältigend, dass dann der Pharao immer so allgemeine Schuldenerlasse wieder durchführte. Das hat sich so ein bisschen auch noch im Langzeitgedächtnis ist das noch da, Schuldenerlass. Gibt es, glaube ich, auch in der Religion gibt es auch so Schuldenerlass-Überlegungen, dass das immer mal wieder kommt. Ja, der Graeber erzählt das eigentlich ganz gut nachvollziehbar, was er sagt, aber was mache ich denn, wenn ich jetzt in Austausch gehe mit jemandem, der nicht zu meiner Organisation gehört. Der hat kein Interesse daran, sich diesem Schuldbuch zu beugen. Ich kann mit dem das nicht vereinbaren, der hält sich vielleicht gar nicht dran.
Dann trete ich in den Tausch ein, indem ich eine bestimmte Ware gegen eine andere Ware tausche. Aber wie wir alle wissen, ist es ja nicht immer leicht, einen Gegenpart zu finden, der genau das hat, was ich gerne hätte, und ich das habe, was er hätte oder sie. Und dann gibt es diese Probleme der Abstimmung. Und da entwickelt sich dann eine geeignete Ware als Tauschmittel, als Medium zum Tausch. Und das ist dann eine Ware, die halt bestimmte Eigenschaften verfügt, über bestimmte Eigenschaften verfügt. Sie darf jetzt nicht so reichlich vorhanden sein wie Sand am Meer. Dann Sand am Meer, wenn ich am Meer wohne, akzeptiere ich nicht als Tauschmittel. Sonst geht der andere hin und holt sich eine Handvoll Sand am Strand und gibt mir die und ich gebe ihm was weg, was ich im Schweiße meines Angesichts erarbeitet habe, läuft nicht. Irgendwie muss das was sein, das knapp ist. Das muss etwas sein, das ich auch lagern kann, für den Fall, dass ich es mal erst später verwenden möchte und so weiter und so weiter und so fort. Und Sie sehen schon, das läuft dann auf bestimmte Waren raus, die man einigermaßen standardisieren kann. Das können aber viele verschiedene Dinge sein. Muss es nicht unbedingt immer irgendein Metall sein oder ein Edelmetall. Das war auch mal Vieh. Hat man auch als Tauschmittel genommen. Ja, und dann kam die große Innovation am Papiergeld. Das war dann in China, so um die erste Jahrtausendwende. Die Chinesen hatten ja sprichwörtlicherweise das Papier erfunden. Das heißt also, sie hatten die ersten Papierproduktionen und Papierverwendungen und waren eigentlich auch schon damit vertraut, Informationen auf Papier niederzulegen, zu fassen. Grund? Naja, die chinesische Gesellschaft war eigentlich relativ gesehen relativ meritokratisch. Man konnte studieren für das Examen und wurde dann zum Mandarin, wenn man die Prüfung bestanden hatte. Also ich sage relativ meritokratisch, natürlich brauchte man den Zugang überhaupt zu Bildung. Und da war es dann so, dass man diese Lehrbücher, um dieses Examen zu bestehen, das schrieb man dann auf, wie Sie jetzt Skripte benutzen in der Uni oder so. Schrieb man auf, dann konnten die das besser studieren. Dann mussten die nicht irgendwo einen anderen finden und sagen, hier, erklär mir mal, was fragt denn der ab, damit ich Mandarin werden kann. Und so hatte man also schon diese Technik, dass man also Informationen auf Papier speicherte. Und dann hatten die, vor allem an der Grenze, da hatten die Region, das China ist ja riesig und da gibt es dann verschiedene Regionen, und die hatten ein ziemlich unpraktisches Geld, Warengeld, nämlich Eisengeld hatten die. Eisengeld, ja, kein tolles Transaktionsmittel, also schwer. Die Historiker sagen, wenn man einen Pfund Salz wollte, musste man ungefähr einen Pfund Eisen hergeben. Also das heißt, wenn sie ein paar Pfund Salz wollten, war das echt eine Herausforderung, mit dem Ding zu arbeiten. Und da kamen einige Händler, kamen auf die Idee, naja, ich nehme doch dieses Papier, da kann ich so Dinge draufschreiben, als Substitut für das Eisengeld. Und ich gehe her und sage den Leuten, ja, bringt doch euer Eisen zu mir, ich gebe euch einen Verwahrschein, dann könnt ihr mit einem Verwahrschein könnt ihr arbeiten. Das ging dann in die Geschichte ein als Flying Money, sagen die Engländer. Ich kann den chinesischen Ausdruck, kann ich nicht, bin ich gut in Chinesisch. Aber Flying Money ist die Übersetzung, fliegendes Geld. Das heißt also, das war so toll, das flog, Papier, ne? Kein Eisenklumpen, der ihnen dann am Fuß hing. Die Händler kamen aber schnell drauf, da die Leute das Flying Money so wirklich wertschätzten, dass sie mehr ausgeben konnten, als da Eisenblöcke da waren. Man konnte ja sagen, hier, ich drucke einen Extraschein. Irgendwann lege ich das wieder zurück, aber jetzt drucke ich mal einen Extraschein, gebe das dem und dann kriege ich Ware dafür. Und dann passierte das, was immer wieder passierte, was wir im Verlauf des Vortrags noch öfter sehen werden. Mehr Papier lief um, als gedeckt war. Da gab es die üblichen Probleme. Ich will mein Eisen zurück, aber da ist nicht genügend Eisen da. Ach, der Händler geht bankrott. Dann kam die Regierung, der Kaiser. So geht es ja nicht. Also ich übernehme das ganze Geschäft. Jetzt
ich, der Staat, regle das, ich, der Staat, bin verlässlich. Aber die kamen sehr schnell drauf, dass das natürlich eine tolle Einnahmequelle ist. Und emittierten auch Papier, um sich Waren, Dienstleistungen ihrer Untertanen zu besorgen, gaben Papier aus. Es gab da mehrere Papiergeldkrisen, immer wieder zu viel, Papier wertlos, neues Papier zu viel. Und ungefähr um 1400 meinten die dann herrschende Dynastie, man hat keinen Wert. Schluss aus, fertig, Papiergeld abgeschafft, wir gehen zurück auf Edelmetall als Geld, Warengeld war wieder da, die waren durch. Ja, dann das sogenannte Kreditgeld. Das ist jetzt eine weitere Stufe, würde ich mal sagen, in der Geldentwicklung. Papiergeld ist ja im Grunde genommen ein Verwahrschein. Und dann können Sie den Verwahrschein, sagen wir mal, etwas dehnen, mehr Verwahrscheine ausgeben, als Ware verwahrt wird. Aber Kreditgeld, das ist jetzt sozusagen die höchste Stufe. Da schöpfen Sie Geld über Kreditvergabe. Das ist im Grunde genommen das System, das wir 1971 haben. Die Banken schöpfen Geld, indem sie Kredite vergeben. Die Bank, wenn Sie zur Bank gehen, sagen, ich hätte gern einen Kredit, dann wollen Sie eigentlich nicht den Kredit, ne, der hängt Ihnen ja am Fuß als Schuld. Nein, Sie wollen ja das Geld. Über den Kredit kommen Sie zum Geld. Jetzt sagen immer noch viele Lehrbücher, ja, die Banken, die sammeln Gelder ein und leihen die weiter. Das ist natürlich Quatsch. Wenn Sie zur Bank gehen und einen Kredit haben wollen, dann sagt die Bank, naja, also die Person sieht doch sehr kreditwürdig aus. Vor allem hat die eine Oma mit einem Mäuschen. Wenn die nicht zurückzahlt, hole ich das Häuschen der Oma. Also kriegt die Person kriegt den Kredit. Dann streckt die Bank auf ihrer Aktivseite der Bilanz ein, Forderungen an Mariana. Und dann wandert diese Information rüber zur Giralgeldabteilung und dann sagt die Giralgeldabteilung, Mariana hat jetzt Geld. Bilanzverlängerung, Aktivseite länger, Passivseite länger und schon ist neues Geld in der Welt. Jetzt ist das Geld gerade so gut, wie Mariana für den Kredit gut ist. Wenn sie ihn nicht zurückzahlt, ist das Geld wieder futsch. Wir gehen da noch drauf ein, aber das ist so, dass so entsteht Kreditgeld. Fiat-Kreditgeld, das ist eben dann die Bezeichnung, die ich in meinem Buch dafür nehme. Fiat, Fiat Lux heißt es, glaube ich, in der Bibel, es werde Licht. Und die Ökonomen, die Geldökonomen sagen, Fiat-Geld ist Wertegeld. Also ein Schöpfungsakt wie in der Bibel. Ja, und dann kommen wir jetzt ganz aktuell, ja, ich habe schon viele Gespräche geführt, so die letzte Version jetzt in der Evolution des Geldes ist das Kryptogeld. Die verschiedenen Münzen, das 2008 zum Höhepunkt der Finanzkrise, entstand das überhaupt? Ich meine, die große Depression brachte enorme ökonomische Werke hervor. John Maynard Keynes, 1936 veröffentlicht, General Theory of Money, Interest and Employment, glaube ich, war es, der gesamte Titel. Gewaltiges Werk, 1942, Schumpeter, Democracy, Capitalism und Socialism. Gewaltige Werke. Aus der Finanzkrise von 2007, 2008 kam ein Algorithmus hervor. Kein großes ökonomisches Werk, die Ökonomen unfähig, das aufzuarbeiten. Ein Algorithmus, der Bitcoin-Algorithmus kam hervor, von einem Anonymous. Die meisten wissen das ja, Satoshi Nakamoto, man weiß bis heute nicht, wer dahinter steckt. Gigantische Leistung. Ich glaube, ich habe mehr Vertrauen in Satoshi Nakamoto als in John Maynard Keynes. Sie werden es noch mehr sehen im Laufe meines Vortrags, warum ich den Nakamoto höher schätze als Keynes. Ja, ich habe gesagt, Geld ist ja im Grunde genommen eigentlich etwas Soziales, ein Mittel zur Kommunikation. Und deshalb spiegelt Geld auch so ein bisschen wider, wie sich die Gesellschaft ordnet. Ne? Man kann jetzt mal, das ist jetzt sehr schwarz und weiß,
die Realität arbeitet immer in Grautönen. Manchmal sind sie dunkler, mal sind sie heller. Aber um das Grau besser einschätzen zu können, mache ich jetzt mal schwarz und weiß. Sie nehmen die offene Gesellschaft, die von unten herauf organisierte Gesellschaft. Da ist dann eben, das haben wir darüber gesprochen, wie die organisiert ist, auch gestern, Herr Plumpe hat das sehr schön, finde ich, uns allen nahegebracht, die spontane Ordnung, die Gesellschaftsmitglieder geben sich im Verlauf jetzt der Praxis des Miteinanders, geben sich eine Ordnung, fassen die in Regeln, schaffen Institutionen, sodass die Regeln auch überleben. Und Teil dieser spontan organisierten Gesellschaft, die sich selbst Regeln gibt, ist dann die Wahl des Geldes. Das kommt von unten rauf. Da wird dann eben ein Tauschmittel gewählt, eine Ware. Niemand hat verfügt, dass Gold oder Silber Tauschmittel sind oder andere Dinge. Das haben sich die Leute sozusagen selbst gegeben. Kein Kaiser von oben runter hat gesagt, ich erkläre Gold zum Geld. Nein, das entsteht durch die Gesellschaft von selbst. Und das wird auch privat geschaffen. Die Goldgräber waren keine Staatsangestellten. Charlie Chaplin, ne? War kein Staatsangestellter. Kennen Sie den Film Goldschürfer? Also das waren private Unternehmer, die Gold aus der Erde geholt haben, kein Staat. Und in dieser Ordnung ist Geld keine Schuld. Geld ist ein Vermögensgegenstand. Diese Ware muss ich produzieren mit Arbeit. Ich muss nach Alaska zu den Goldfeldern mit meiner Schaufel und die Schneestürme überstehen, wie Chaplin das gemacht hat. Und dann hacke ich und der Boden ist hart und ich hole das raus. Und dann ist das eine Ware, ein Vermögenswert. Und gerade so muss ich mich anstrengen, dass ich einen Bitcoin schürfe. Ich brauche jetzt heutzutage riesige Kapitalstücke, Computer, Hochleistungscomputer. Ich verbrauche viel Elektrizität, übrigens ein Problem. Aber ich arbeite dran. Deshalb sagen die Bitcoiners auch, sie schürfen diese Coins wie Gold. Ne? Und der Kredit wird jetzt nicht vom Staat oder einer Staatsbank gemanagt, sondern das ist dann eine private Beziehung. Ich habe einen Kredit von Ihnen und wir machen einen Kreditvertrag. Und nicht von einer staatsgemanagten Geschäftsbank. Sie haben auf der anderen Seite die organisierte Gesellschaft top-down. Das ist so die Bewegung von Familie, Stamm, Nationalstaat, die organisierte Gesellschaft. Und da sieht es dann ein bisschen anders aus, da bestimmt dann der Staat das gesetzliche Zahlungsmittel, ein Monopol. Und heutzutage organisiert er die Geldschöpfung, ich nenne das jetzt hier ein bisschen salopp, öffentlich-rechtlich. Oft funktioniert es auch nicht viel besser als der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland. Sehr teuer und die Produkte sind fragwürdig, sage ich mal. Wir lernen die öffentlich-rechtliche Kreditvergabe noch kennen. Geld ist in gewissem Maße ein Maß für Schuld. Ja? Also da haben Sie das Staatsgeld, das sind die Geldscheine, die wir in der Tasche haben. Das ist eine Schuldverschreibung. Da steht jetzt also, in einigen steht noch Draghi drauf, bei den anderen ist unterschrieben Lagarde, Staatsgeld. Privatgeld, das ist der größte Posten. Das sind Schuldverschreibungen der Banken an Sie. Das ist eine private Schuldverschreibung. Die wird aber öffentlich organisiert. Wenn Sie eine Banklizenz haben, haben Sie eine Lizenz zum Gelddrucken. Kreditvergabe, Geld, Kreditvergabe, Geld. Wenn Sie keine Banklizenz haben, sind Sie ein Geldfälscher. Das ist der Unterschied zwischen Geldfälschern und Banken. Die machen es mit staatlicher Lizenz. Und Sie werden staatlich gemanagt über eine Aufsicht und eine Zentralbank. Und dann ist das Geld, wie gesagt, ist ein Passivposten. Immer wieder hat sich der Staat
des Geldes bemächtigt. Geld ist vielleicht auf dieser Seite entstanden, ne? Das wandert dann auf diese Seite. Weil in der Geldproduktion, mit Geldproduktion kann man Gewinne machen. Das haben die Händler, die chinesischen Händler, die das Flying Money erfunden haben, haben gemerkt. Das ist ja klasse. Papier kostet nicht so viel wie Eisen, also produziere ich viele Papierscheine und hole damit wirklich werthaltige Waren. Das ist ein Gewinn aus der Geldschöpfung. Insofern hat sich der Staat immer wieder des Geldes bemächtigt. Hier sehen Sie halt einen berühmten Emittenten, das Römische Reich, einen Denarius, ein Warengeld. Warum der da drauf klebt? Ich weiß nicht exakt, wer es ist, aber ich glaube, es dürfte so der August, könnte der Augustus sein. Naja, das den kennt Commodus jeder. Was steht da drauf? Commodus, der Sohn von Alois und von Marc Aurel. Wunderbar, das ist immer gut. Der Gladiator, das spielt er auch. Da spielt er mit. Ah, sehen Sie, es ist immer gut, wenn Herr Plumpe dabei ist. dann eiere ich nicht mit irgendwelchen Augustus, weil jeder kennt Augustus, aber hier haben wir es, ne? Eine bessere Unterstützung vom Publikum kann man als Redner nicht haben. Vielen Dank. Also, warum hat jetzt der da sein Konterfei drauf? Wir werden es noch sehen. In gewisser Weise normiert er das. Damit jeder weiß, aha, das ist so eine Münze, die hat eigentlich eine vorgeschriebene Konsistenz, eine Größe und so weiter. Ein Beispiel für Warengeld, aber jetzt staatlich normiertes Warengeld. Dieser Herr hat eine ziemlich heftige Münze. Das ist also er wahrscheinlich nicht, er ist vielleicht ein Nachfahre der Nachfahren des Volks der Japs. YAP. So irgendwo in der Südsee, also sehr idyllisch. Ich glaube, das sind so diese Dinge, wo sich Anthropologen vorstellen, dass sie gerne forschen, in einer Hütte und alles ist sehr idyllisch. Nicht? Strand, Sonne, Bambushütte. Ja, und diese Leute da, die hatten eben dieses Schuldgeld. Das heißt aber, sie waren nicht in dem Sinne, jetzt hatten die Schuldgeld, sondern sie hatten mentale Konten füreinander. Nicht? Also hier, wenn ich jetzt also ein großer Benefaktor der Gesellschaft bin, dann bin ich ja sehr angesehen. Also ich habe viele, viele Gläubiger. Ich habe viele, viele Schulden. Ich bin ein großer Gläubiger. Ne? Deshalb kriegt er so ein großes Mühlrad. Das darf er vor seine Hütte stellen. Ne? Viel größer als er selbst. Er ist ein großer, großer Gläubiger. Und das bleibt dann solange das ist. Und vielleicht bleibt es auch immer so stehen, weil das ist auch schwer zu bewegen und wird nur mental umgebucht, wenn er jetzt, sagen wir mal, seinen großen Gläubigerstatus verliert. Also eine primitive Art von Schuldgeld und eine ganz primitive Art der Buchführung für jeden sichtbar. Wir haben schon darüber gesprochen, chinesisches Papiergeld, das gar nicht so schlecht gemacht. Ich meine, das Bild ist schlecht, aber das Papiergeld selbst war ganz gut. Man sieht es anschaut, sehr ziseliert mit allem drum und dran. Feine Zeichen. Es sollte ja schwer nachzumachen sein. Das war ja die Idee. Ne? Schwer nachzumachen. Deshalb hat man das möglichst kunstvoll ausgeschmückt, das Ganze, sodass die Geldfälscher dann, die nicht so fingerfertig waren, dann schlechte Dinge produziert haben. Und dann war das für jeden offensichtlich. Sehr, sehr schöne Beschreibung von Marco Polo, ob er das wirklich selbst erlebt hat oder ob er das nur irgendwo abgekupfert hat, weiß man nicht so recht. Er steht dann in dem Buch drin, ich habe das mir erlaubt, das etwas länger zu zitieren, wie er das beschreibt, wie der Kaiser von China mit diesem Geld einfach sich alles so sozusagen vom Himmel herunter aneignen kann. Ein gewaltiges Wunder, findet er, Marco Polo, wie das so geht. Und alles ist happy, angeblich, was aber nicht ganz stimmt, wie wir wissen. Ja, Europa. Europa kam auch in dieses Spiel mit gehöriger Verzögerung. Wie gesagt, wir hatten ja schon darüber gesprochen, die Chinesen hatten das ja schon durch, von ungefähr 1000 bis 1400. Waren damit durch mit diesem Ding.
Nach Europa kam es, nachdem die Chinesen damit durch waren, Ende des 17. Jahrhunderts, und zwar nach Schweden. Da gab es einen sehr findigen Banker, Johan Palmstroch, der dachte, ups, das war das schwedische Geld, Kupfergeld, auch so eine Platte. Das ist doch wirklich unangenehm. Also wenn ich da eine größere Summe bezahlen muss, da muss ich mit dem Handkarren kommen. Ne? Und wenn ich mit dem Handkarren komme, da gibt es ganz bestimmt irgendwelche Leute, die nehmen mir das wieder weg. Ja. Und deshalb hatte Herr Palmstroch dann die Idee, ich weiß nicht, woher es hatte, obwohl, und er vielleicht wusste er es auch gar nicht, dass die Chinesen es schon wieder abgeschafft hatten, hatte er die Idee, dann eben Verwahrscheine auszugeben. Das sind die Verwahrscheine der Palmstroch Bank am Ende des 17. Jahrhunderts. Und er machte das so wie die Flying-Händler in China. Er gab das aus, die Leute fanden das ganz toll. So viel einfacher zu handhaben mit diesen Zetteln da. Ich lasse mal die Kupferplatte liegen, der wird es schon für mich regeln. Er gab mal ein paar Zettel mehr aus, brauchte ja vielleicht ein bisschen neues Kapital in seiner Firma, um das auszubauen. Natürlich würde man das wieder zurücklegen bei Gelegenheit. Also dann traf ihn aber ein Schicksalsschlag. Der Schicksalsschlag war, dass der Preis für Kupfer stieg, und zwar über den Nennwert der Kupferplatte. Jetzt gingen die Leute her und sagten, ich will mein Kupfer wieder. Ich hole mir das Kupfer gegen Hergabe des Verwahrscheins, hole die Platte, schmelze sie ein und verkaufe das Rohkupfer zu einem Gewinn. Und dann hatte er nicht mehr genügend Kupfer, der Palmstroh. Dann ging er bankrott. Und wie bei den fliegenden Händlern, bei den Händlern, die das fliegende Geld erfunden hatten in China, kam dann der König, sagte, also so geht's ja nicht. Ich, König, übernehme die Bank, die Palmstroh Bank. Ich bin jetzt derjenige. Aber so richtig auszahlen möchte ich ja die Leute auch nicht mit diesen Schein. Ich will das Kupfer eigentlich auch nicht hergeben. Also erkläre ich das zum gesetzlichen Zahlungsmittel. So, und diese Palmstroh Bank ist dann königliche Bank und das ist die heutige schwedische Reichsbank. Das ist die Entstehungsgeschichte der schwedischen Zentralbank. Geht zurück auf Herrn Palmstroh. Der wurde dann verurteilt wegen Betrugs. Sie wollten ihn köpfen. Und dann haben wir gedacht, also vielleicht sollte er seinen Kopf behalten und dann hat man ihn wieder begnadigt. Vielleicht war das ja gar nicht so schlecht, was er gemacht hat. Also er kam dann mit dem Leben davon. Also zumindest wurde er nicht geköpft. Ja, und das Fiat-Kreditgeld kam 1971 in die Welt durch ihn. Richard Nixon. Das ist der Screenshot eines Videos, das man heute noch auf YouTube abspielen kann. Da trat er auf, es war, glaube ich, Herr Lumpe, korrigieren Sie, 13. August 1971. Die wenigsten Leute haben begriffen, dass am 13. August 2021 wird das 50-jährige Jubiläum des Fiat-Kreditgeldsystems gefeiert. Hätten feiern können, wenn die Leute das begriffen hätten. Also das ganze System ist noch gar nicht so alt. Ja, Richard Nixon trat auf und im Fernsehen und sagte, Fellow Americans, unser Dollar wird von Spekulanten bedroht. Spekulanten gehen her und bringen Dollars zu uns und nehmen uns unser Gold weg. Wir hatten den Dollar angebunden an 35 Dollar pro Unze Gold. Jetzt wollen die das Gold von uns abholen, eine Unze 35 Dollar. Und dann verkaufen sie es auf dem freien Markt zum Zweifachen, Dreifachen oder sonst was. Das ist eine Spekulation, die wir jetzt unterbinden müssen. Deshalb werde ich vorübergehend den Wechselkurs des Dollars zum Gold freigeben. Und damit war der Anker weg. Interessanterweise hat er nicht gesagt, wer der Spekulant war. Denn zu 35 Dollar pro Unze kriegten ja nur ganz privilegierte Kreise
Dollar von Gold von der Fed, nämlich nur andere Zentralbanken. Der Markt hatte sich schon lang da von den 35 Dollar losgelöst. Die USA hatte sehr viel Papierdollar produziert, schon unter der Johnson-Regierung. Da wollte man Kanonen und Butter, Kanonen in Vietnam, Butter für das Great Society-Programm. Die Fed finanzierte das durch Geldemissionen. Dollarumlauf erhöhte sich, der Marktpreis des Goldes in Dollars stieg, aber unter den Zentralbanken galt immer noch 35 Dollar pro Unze. Und wer war es? Die perfiden Franzosen. Schon de Gaulle war ein großer Gold-Fan und hat dann also immer Dollars, die er übrig hatte, getauscht. Sein Nachfolger Pompidou machte dann das, was die Amerikaner nennen, he added insult to injury. Er schickte ein Kriegsschiff, um das Gold aus New York abholen zu lassen. Und das war zu viel. Dann war es Schluss mit lustig. Herr Nixon hat diese Spekulation beendet und wir hatten ein neues Geldsystem. Ich glaube nicht, dass er viel verstanden hat, was er da gerade machte. Die meisten anderen Leute hatten es auch nicht verstanden, aber es war auf einmal da. Passiert halt. So kommt halt Geld zustande, passiert. So wie das, passierte. Ja. Herr Nakamoto, vermutlich ist es ein Herr, vielleicht ist es auch eine Dame, vielleicht ist es eine Gruppe, who knows, fand, dass dieses Fiat-Kreditgeld einfach schlecht ist. Es führt andauernd zu Krisen, es gibt zu viel, dann gibt es zu wenig, wenn es eine Finanzkrise gibt, ist instabil. Und deshalb wollte er was schaffen, das so gut ist wie Gold, aber sich leichter handeln lässt als Gold. Und heraus kam das. Also die Geschichte des Geldes ist immer wieder eine Geschichte seiner Krisen. Das ist das, was ich so gelernt habe als Hobbyhistoriker, wenn ich mir das so anschaue. Und immer wieder spielt der Gewinn aus der Geldschöpfung eine wichtige Rolle, wie die Geldschöpfung organisiert ist, die sogenannte Seigniorage. Französisches Wort Senior, also man sieht schon, die fällt einem Oberen zu, einem Senioren, also einem Höhergestellten, der kriegt das. In der Warengeldordnung, wir hatten ja gerade ihn schon gesehen, der römische Münze, einer der vielen Augusti, die haben halt sich die Seigniorage geholt, indem sie immer schöne Konterfei drauf geprägt haben, aber die Werthaltigkeit dieser Münzen nach und nach reduziert haben. Und in der Kreditgeldordnung kommt das zustande, die Seigniorage, durch den Unterschied zwischen Einlagezins und Kreditzins. Also wenn Mariana jetzt ihren Kredit gekriegt hat, dann wird ihr ein Zins in Rechnung gestellt, der deutlich höher ist als der Zins, den sie auf die Geldguthaben kriegt, die durch die Kreditvergabe geschaffen worden sind. Jetzt wird sie wahrscheinlich nicht einfach darauf sitzen bleiben, sondern sie wird ja schauen, dass sie mit dem Geld was macht. Also sie kauft ein Haus oder was weiß ich, oder ein Auto, irgendwas. Die Bank verdient zwischen dem Unterschied zwischen Kreditgeld, Kreditzins und Geldzins. Das ist ihr Anteil des Gewinns aus der Geldschöpfung. Die Zentralbank, die das Zentralbankgeld emittiert, verdient aus dem Unterschied zwischen der Wertigkeit der Papiernoten und dem, was draufsteht, das eine, und auf der anderen Seite aus der Differenz zwischen den Zinsen, die sie den Banken zahlen, wenn die Zentralbankgeld bei ihnen einlegen und dem, was sie ihnen berechnen, wenn sie es wollen. Also in diesem Fiat-Kreditgeldsystem ist die Seigniorage aufgeteilt zwischen Zentralbank und Geschäftsbanken. Es gibt immer Konflikte bei der Verwendung von Geld. Deshalb ist die Geschichte des Geldes im Grunde genommen eine Geschichte seiner Krisen. Auf der einen Seite soll es ja ein Tauschmittel sein und ein Wertaufbewahrungsmittel. Und dazu braucht es Vertrauen, dass es werthaltig bleibt. Sonst nützt man nichts, wenn man das unter den Fingern wegschmilzt.
Aber andererseits kann der Staat immer wieder sich des Geldes bemächtigen, um die Seniorage zu kassieren. Und dann sinkt das Vertrauen. Und das kommt dann im Extremfall, kommt es dann zu Geldkrisen. Und das war ein Grund, warum die Staaten dann die Geldproduktion öffentlich-rechtlich organisiert haben. Denn sie selbst hatten ja so geringe Kreditwürdigkeit, dass sie eigentlich immer schwieriger hatten, vertrauenswürdiges Geld zu emittieren. Und dann haben sie halt private Leute damit beauftragt, das für sie zu tun. Da gab es den Wilhelm von Oranien, mit dem haben wir, glaube ich, gestern auch schon gehört, der wollte den Krieg führen gegen die Franzosen und brauchte Geld. Aber sein Credit Rating war wirklich schlecht. Wirklich schlecht, ne? Weil so Könige, die haben halt irgendwie die Angewohnheit, wenn sie nicht mehr wollen, zahlen sie nicht zurück. Und wenn der Gläubige zu aufmüpfig ist, dann wird er geköpft oder gehängt, was halt gerade die Bräuche sind. Also das heißt, für seine Kriegsführung wollte man ihm in der City von London nur einen ganz, ganz hohen Zins, wollte man ihm das überhaupt geben. Dann kamen ein paar clevere City-Manager auf die Idee, wir besorgen dem König das Geld, dann kann er seinen Krieg führen. Unsere Bonität ist besser als die des Königs. Das heißt, wir holen das Geld, wir beugen uns das und geben ihm das, zu einem kleinen Aufschlag natürlich, aber damit fährt er immer noch besser, als wenn er selbst rausgeht. Sein Name ist schlecht, unser ist gut. Im Gegenzug holen wir uns das Recht, im Großraum London Papiergeld zu emittieren. Und diese Company nannte sich The Governor and the Bank of England. Das ist die Bank von England. Angeblich, ich bin jetzt kein so guter Historiker, dass ich das nachgeforscht habe, steht der Kredit an den Wilhelm immer noch in den Büchern der Bank von England. Natürlich, bei heutigen Verhältnissen ist das wahrscheinlich jetzt noch irgendwie so ein kleiner Merkposten, denn es war in Pfund gerechnet ja eher so eine Million oder zwei, aber nicht Milliarden oder Billionen, mit denen wir heute rechnen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, wer studiert Wirtschaft, hat Wirtschaft studiert? Doch einige, ne? Und vermutlich sind Sie auch wieder mit diesem Lehrbuchmythos konfrontiert worden, dass also die Banken praktisch das Geld, das die Sparer dort einzahlen, weiterverleihen, was natürlich Blödsinn ist, denn die Realität sieht ganz anders aus. In unserem gegenwärtigen Fiat-Kreditgeldsystem schafft die Bank halt das Geld aus dem Nichts, produziert sich als Geldschöpfer mit Lizenz. Dieser öffentlich-rechtliche Prozess der Geldschöpfung, öffentlich-private Partnerschaft der Geldproduktion, ist einigermaßen kompliziert, aber man kann so ein paar Elemente vielleicht skizzieren. Ich will das mal kurz machen. Normalerweise traktiere ich dann meine Studenten mit Bilanzen und Buchungssätzen, aber das lasse ich jetzt hier mal, die Zeit haben wir gar nicht. Wenn jetzt Mariana ihren Kredit hat, und das Geld, dann wird sie ja wahrscheinlich nicht einfach nur der Bank andauernd diese Beträge zahlen, die aus dem Unterschied zwischen Kreditzins und Guthabenzins kommen, sondern sie überweist es, um was sich was zu kaufen. An einen Partner, also Geschäftspartner, der hat jetzt vielleicht ein Konto bei einer anderen Bank. Jetzt verliert diese Bank das Guthaben, geht weg. Ups, auf einmal habe ich eine Lücke auf meiner Passivseite. Meine Kredite sind nicht mehr finanziert. Ja, was mache ich denn? Naja, eigentlich ist das ja leicht. Ich habe eine andere Bank, die hatte das Geld gekriegt. Die hat auf einmal zu viel. Ja? Die hat auf einmal zu viel Passiva. Die hat eine Lücke auf der Aktivseite. Ja, da bringe ich doch die beiden zusammen. Das heißt, ich als Bank, die jetzt die Einlage verloren hat an die andere, holen wir die wieder zurück durch einen Interbankkredit. Und so entsteht der Geldmarkt unter Banken. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier im Friedrichshof unterwegs wäre, dann könnte ich hier mit den Leuten da
rübergehen und sagen, hier, ich habe gerade einen Überschuss, hier kriege ich einen Kredit von dir. Dann machen wir vielleicht einmal am Tag hier so ein Meeting auf dem Marktplatz und dann machen wir den Geldmarkt unter uns. Wenn ich aber ein riesiges System habe mit vielen Banken, da überschaue ich es gar nicht mehr so richtig. Ich kann es probieren, aber es ist schwierig. Und deshalb ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich da einen habe, der das alles managt für mich. Einen Intermediär, eine Zentralbank. Zentralbank, eine Bank im Zentrum, die mir den Geldmarkt managt. Das heißt, wenn ich Bank jetzt zu viel habe und ich finde keinen, der mir es abnimmt, dann gehe ich zu denen und sage, Leute, ich finde einfach keinen Partner heute im Markt und es ist noch eine Stunde und dann ist der Markt Schluss und ich muss meine Bilanz immer jeden Tag ausgeglichen haben. Nehmt das ab. Ja, ja, mach, sagen die, machen wir ja. Das ist dann Einlagen bei der Zentralbank. Oder ich bin knapp und ich sage, eieieiei, noch eine halbe Stunde, dann ist der, macht der Markt zu und ich muss meine Bilanz ausgeglichen haben. Ich finde niemanden im Geldmarkt, der mir das leiht. Geh zur Zentralbank. Hol mir das Geld dort. Natürlich berechnen die für die Geldausleihung mehr, als sie für die Geldeinlage hergeben. Und schon haben sie auch wieder Gewinn. Und aus diesen Gewinnen finanzieren sie dann schöne Saläre. Als EZB-Ratsmitglied verdienen sie 300.000 im Jahr, steuerprivilegiert. Als Chef 400.000 im Jahr, Frau Lagarde. Sie machen tolle Konferenzen in portugiesischen Luxusresorts namens Sintra. Sie bauen sich riesige Gebäude in Frankfurt, ein bisschen schief, aber vielleicht ist das auch symbolisch gemeint, weil der Euro ein bisschen schief ist. Drücken wir das architektonisch aus. Also Sie haben eigentlich hier, Sie sind in der besten aller Welten. Sie produzieren das Geld selbst. Der Staat kommt rein als, würde ich mal sagen, so als Vormund und Bürger. Und die Zentralbank ist ja eigentlich, lebt ja nur von Staatsgnaden, das sind ja alles Staatsbeamte. Aber er lässt sie gewähren, denn er ist daran interessiert, diese ÖPP, dass die läuft. Also er gewährt denen diese Rechte. Er beaufsichtigt die Banken, sodass die auch sich so verhalten, wie er es gerne hätte. Sonst nimmt man ihnen die Lizenz weg, also Bankenaufsicht. Und man macht es immer komplizierter, weil das System ist ein bisschen wackelig und deshalb muss man immer nachjustieren. Und die Regulatorik wird immer dicker und immer dicker und immer dicker und die Anwälte haben immer mehr zu tun und die Compliance-Abteilungen in den Banken sind die am schnellsten wachsende Abteilungen überhaupt in der Bank. Also das System wird halt immer schwerfälliger. Sie hatten es gestern schon so schön erzählt mit der DDR. Das Kontrollsystem wächst viel stärker als das Produktionssystem. Und das haben wir in den Banken erlebt über die letzten 10, 20 Jahre. Die Kontrolle wird gewaltig. Ich habe mich aus der Bankenwelt verabschiedet 2014, als ich dann zum Asset Manager gegangen bin. Und jetzt geht es dort los. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Aber das ist halt Teil jetzt dieser Art und Weise, wie wir unser Geldsystem organisiert haben, eben als diese öffentlich-rechtliche Partnerschaft. Und wenn man sich so vergleicht, ich habe jetzt gerade ein paar Zahlen genannt, das sind ja Intendanten, werden ja irgendetwas so besoldet wie Zentralbank-Leute auf dem Direktoriumslevel. Ne? Und es funktioniert ähnlich effektiv wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Also um das nochmal zu vergleichen, im Goldstandard hatten wir ja diese fraktionale Reservehaltung, ist der technische Begriff. Ja. Ich nehme Gold, aber ich gebe mehr Verwahrscheine aus, dann habe ich ein gewisses Problem. Aber letztlich habe ich doch noch eine Basis, ne, eine Geldbasis, nämlich das Gold, das ist die Basis. Und dann habe ich irgendwie was umläuft und wenn alle Leute das Gold zurückwerben wollen, zur gleichen Zeit bin ich pleite, aber vielleicht auch nicht, dann geht es weiter. Aber zumindest habe ich noch so eine Art Anker. Ne? Und ich kann mir ausrechnen, wie hoch die Kreditgeldmenge werden wird. Das hängt eben davon ab, wie viel ich da als Reserve halte, prozentsatzmäßig. Aber es ist nicht ganz komplett ohne jeglichen Anker. Wenn ich aber dann in das Fiat-Kreditgeldsystem reingehe, da ist überhaupt
kein Anker mehr, nichts. Die Zentralbank managt das System sehr indirekt, indem sie diese Zinsen für die Einlagen und die Verleihungen setzt. Und dann macht der Bankmanager, der muss ja überlegen, oh Gott, jetzt wandert mir das Geld weg, ich muss es ja vielleicht zurückleihen. Die Zentralbank nimmt mir 1%. Naja, dann kann ich Mariana ja nicht weniger als 1% berechnen, denn ich muss es womöglich zurückholen. Aber natürlich brauche ich ja, muss ja meine Leute bezahlen. Also schlage einen Prozentpunkt drauf, dass meine Kosten wieder stimmen. Und wer weiß, vielleicht zahlt sie es ja noch nicht zurück. Also nehme ich noch einen Risikoaufschlag. Sagen wir nochmal einen Prozentpunkt. Dann bin ich von 1, 2, 3. Dann, sie kann ja eigentlich das Geld, die kann, immer wann sie will, kann sie es wegschieben, aber der Kredit läuft über 5 Jahre. Ja, also dafür muss sie auch was bezahlen. Sie kriegt ja die Liquidität, gewähre ich ihr, sie kann das ja immer wieder wegschieben. Also mache ich noch einen Illiquiditätszuschlag. 2 Prozentpunkte, dann sind wir, glaube ich, bei 5. Ja, so baut man das auf. Und wenn die Zentralbank jetzt den Zins von 1 auf 2 erhöht, dann verschiebt sich der ganze Sockel und die Pyramide wird ein Stockwerk höher und so weiter und so fort. Und wenn die Zentralbank die Zinsen senkt, wird die Pyramide kleiner. Wenn die Pyramide kleiner wird, gibt es mehr Kreditnachfrage, gibt es mehr Geldproduktion. Wenn die Pyramide höher wird, gibt es weniger Kreditnachfrage, gibt es weniger Geldproduktion. So wird das System gesteuert, extrem indirekt und wenig präzise. Ja, das funktioniert nicht wie eine Märklin-Modelleisenbahn. Trafo auf, fährt schneller, Trafo runter, fährt langsamer. Mit dem habe ich als Kind gespielt, deshalb erwähne ich es hier. Deshalb ist auch die Zentralbank ist komplett endogen. Also da gibt es kein exogenes Zentralbankgeld, sondern die versorgen die Banken mit dem Zentralbankgeld, das sie brauchen. Zum Beispiel, wenn sie Bargeld abholen, wollen sie ja jetzt den Schein haben von Frau Lagarde. Da muss die Bank sich das besorgen. Das ist alles endogen.